Was geht ab, Freunde? Mein Name ist Flo, willkommen hier auf meinem Kanal. Wir schauen uns heute das erste Video aus der JBC an, aus dem JBC, glaube ich, Jones Block Contest, und zwar von Fortune No Problem Houston. Viel Spaß dabei. Dann ganz kurz, bevor es startet, grüße ich hier meine Person von Instagram, heute der liebe Jojo. Danke fürs Folgen, wenn du auch einen Shoutout haben willst, folg mal einfach @flodaflo auf Instagram, Freunde, ja. Wir haben uns da vorgenommen, ein paar JBC-Videos zu sehen. Ich habe jetzt keinen Bock, die ganzen 37 zu sehen. Ich habe mir jetzt die rausgesucht von den Leuten, die ich kenne. Das sind auch die, die am meisten gewünscht worden sind, also Leute wie Fortune, SpongeBoss, Patrick Bang, der Asiate, Jastic, ich glaube, Green war auch noch dabei. Das sind jetzt die, die wir uns ansehen werden. Und am 1. Februar geht's los mit dem ersten Video zum JBC 2015. Freut euch da drauf. Ab da könnt ihr dann auch, wie gesagt, dann jeden Tag wieder auf Patreon zwei Videos sehen zum JBC 2015. Und ja, da würde ich sagen, fangen wir uns an mit JBC 1 von 37, Fortune, No Problem Houston. Let's go, Alter. JBC... Suspekt. Ist halt voll so ein DSDS-Intro, oder nicht? Auch dieser Schriftzug, aber ist wahrscheinlich extra. Ja, aber sieht fresh aus, muss man sagen. Ist fresh gemacht. Auch mit der Einblendung. Heyo, deutscher Rap, Kleinigkeit, eure Track, kein Vergleich. Freut euch jetzt, ich ficke diese Szene nur zum Zeitvertreib. Ein Freudenfest, die kleinen weinerlichen Scheißer meint er, meiner meint schon seid ihr Styler, meiner einer meint er, nein, ihr geht nicht weiter, ich seh zu viel Idiot. Sie sprießen aus dem Boden, sagt, wer rettet uns aus dieser Katastrophe? Die ganzen Klone, vor Bonn siehst du den Wald, ich lass uns alles davon roten, bis sie tot sind, hier ist Wack und freie Zone. Den ganzen Tag noch. Digga, der Flow ist schön, Alter, einfach bam, 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 so ein Durchläufiger. Mag ich sehr gerne. Er ist jetzt hier natürlich so zurück ein bisschen als der, der lange weg war. Das heißt, der lange weg war, er war ja nicht lange weg, aber der, der jetzt hier den Leuten die Ansage gibt und die Stirn bietet und sagt, ihr hört euch alle gleich an, verpisst euch, Tune is back. Los geht's. Den ganzen Tag nur noch Palaver, alles Blabla, mit deinem Stift seid ihr verschwunden. Es ist Tune, aber Kadabra, klar, auf mir wird etwas Großes. Denn Houdini war mein Vater, du siehst, wir spielen in verschiedenen Ligen. Sie habt so viel Talent, darin kein Talent zu haben und seid darin auch noch so konsequent. Yeah. Und ich sehe Tausend da draußen, nichts verkaufen mit dem Blau gegen Glauben. Mir shit wird was taugen, da könnte was laufen. Hey, Tune geht wieder ab, es ist ganz wie gewohnt. Ich bin noch bekannter als der erste Mann auf dem Mond. Raver, Hater Bars, alle anderen sind geklont, Alter, immer produziert. We have no problem, you tune it wieder ab. Und du bist nur ein Spaß, kann man Karate, ist es Lachs, was dein Judo-Trainer sagt. Ich lach mir eure Freundin ein und deine Kudel bumsen satt. Ich habe Hoff, sie Meister Eder, diesen Pumuckel am Sack. Yeah. Na, also irgendwie, no problem, Houston passt da nicht gut rein. Also, dass er jetzt diese eigene, diesen Titel halt in Englisch damit reingepackt hat, das finde ich, passt als einziges nicht so gut rein. Aber ansonsten ist es bis jetzt ein schöner Track. Er float, finde ich, sehr, sehr gut auf den Track. Ich mag das, dass er so durchgängig float und halt wenig Pausen drin sind. Natürlich dadurch auch wenige Float-Changes, aber ich finde das recht angenehm, so wie er rappt. Den Beat finde ich auch gut und ist halt das Classic von Fortune, was man hier bekommt. Ja, finde ich gut. Joke hätte halt noch ein bisschen anders sein können, meiner Meinung nach. Vielleicht noch ein bisschen sich vom restlichen Track abheben können. Aber ansonsten völlig in Ordnung. Ich habe Hoff, sie Meister Eder, diesen Pumuckel am Sack. Yeah. Viele meinen, sie können ihr Geld abstauben. Bei mir liegt bald so viel Kohle rum, ich muss mein Geld abstauben. Tune der Boss, ich schmeiß den Feudel weg. Immer dieses Tune der Boss, das macht er heute nicht mehr so oft, oder? Macht er heute, glaube ich, nicht mehr so oft. Geld abstauben, bei mir liegt bald so viel Kohle rum, ich muss mein Geld abstauben. Tune der Boss, ich schmeiß den Feudel weg. Aber was schaust du mich so an, du Wichser? Nur weil sich im Swiffer ein paar Tausender verfahren. Scheiß auf Arbeit in der Zukunft. Yeah. Ich brauche nur YouTube, einen dicken Spliff, einen Liter Milch und eine Packung Fruit Loops. Yeah. Beide heißen ja, Blue, beide Standing Ovations, Heavy Rotation. Ich fick Rap wie damals Favorite und Jason. Guck, ich platze in die Szene, jetzt gibt's aber... Ey, es ist nice, Mann. Also dieses Jason-Ding, habe ich noch nicht ganz verstanden, was mit Favorite und Jason ist. Hilfe. Aber ich finde es echt fresh, wie Tune hier reinkommt und halt so diese Ansage macht. Er ist auch der Erste, natürlich beabsichtigt der Erste, der hier jetzt reinkommt und halt die Legende ist. Tune ist einfach eine JBB-Legende und macht jetzt hier so die Ansage und möchte diese kleinen ganzen Pisser zurechtweisen und schon mal sagen, okay, dass sie halt alle denken, mit Tune lege ich mich besser nicht an. Jetzt erzählt er eben, wie reich er doch ist, ja. Aber er untertreibt.
Tune ist reicher, als er hier sagt. Er ist viel reicher noch, Leute. Ihr könnt es euch gar nicht vorstellen. Oh. In die Szene, jetzt gibt's Uppercuts. Es gibt kein Motherfuck auf dieses Leben. Du siehst gerade ein Rapper Massengrab entstehen. Es wird Zeit, jetzt endlich Tacheles zu reden. Denn die deutsche Szene stricken in mehr als Sattenzeller-Käse. Ey, die halten sich für echte Männer. Meint, sie werden vom Tellerwäscher zum Gangster-Rapper. Jeder Spaß macht Battle-Rap. Du hast krass Talent mit deinem Tuner-Track. Steig mal in dein Bett und ich zeige dir, was in dir steckt. Tune wieder. Schöne Line, Alter. Steig mal in dein Bett, ich zeig dir, was in dir steckt. Also er möchte halt einfach eine Ansage machen und sagen, verpisst euch, Alter, gegen mich habt ihr keine Chance. Es fühlt sich halt ein bisschen mehr wie ein Battle-Rap-Track an. Ich bin gespannt auf die anderen Sachen, jetzt vom Asiaten zum Beispiel. Das hört sich jetzt bis zum Morgengrauen, hört sich jetzt nicht an wie ein Battle-Rap-Track, ja. Das Turnier ist ja auf Musik ausgelegt. Deswegen bin ich gespannt, wie die anderen Leute hier performen werden und was für eine Art von Musik sie hier machen werden. Wir steckt Tune Track. Tune wieder ab, es ist ganz wie gewohnt. Ich bin noch bekannter als der erste Mann auf dem Mond. Hater Bars, alle anderen sind geklont. Alter, immer am Produce. We have no problem, Houston. Tune wieder ab. Es ist halt auch so schlecht Englisch ausgesprochen irgendwie. We have no problem, Houston. Mein Englisch ist auch nicht perfekt, aber ich finde, es zerreißt so ein bisschen die ansonsten echt schöne Atmosphäre hier im Track. Und du bist nur ein Spaß, kann man Karate, es ist Lachs, was dein Judo-Trainer sagt. Ich lad mir eure Freundin ein und dann gibt's Rudelbums und Draht. Ich hab bei uns die Meister Eder diesen Pumuckel am Sack. Ey, aber schöner Einstieg trotzdem hier für JBC, finde ich. Bam. Wir werden mal sehen, Freunde. Also als nächstes wird es dann morgen vom Asiaten bis zum Morgengrauen geben. Dann machen wir halt in der Reihenfolge einfach die, die ich kenne. Weil das wäre sonst zu viel und ihr meintet, das lohnt sich eigentlich gar nicht. Hier Green Ice essen zum Beispiel werden wir sehen, Jestic. Halt die, die ich kenne, die mir was irgendwie sagen, die werden wir uns ansehen, Freunde. Kleines, großes Mini-Fazit jetzt zum ersten Track. Solider Einstieg, also jetzt nicht das Überbrett von Tune, aber man bekommt die gewohnte Tune-Dosis, die man erwartet hat, irgendwie meiner Meinung nach. Hook hätte ein bisschen besser sein können. Backman-Hook wäre heftig gewesen, ja, auch wegen Musik so ein bisschen. Hm. Aber war trotzdem in Ordnung. Das Englisch hat nicht so gut reingepasst, finde ich. Ansonsten finde ich gut, dass Tune hier so, ja, diesen Legendenstatus so ein bisschen ausführt, den er hat. Und einfach halt eine Ansage macht an alle anderen. Spielt euch nicht zu sehr auf. Tune ist hier im Turnier, ja. Also habt keine zu Erwartung, dass ihr hier weiterkommt. Ja, fand ich gut, wie gesagt. Fand ich völlig in Ordnung. Und ich weiß gar nicht, wie das getaktet ist. Das ist, glaube ich, irgendwie in Gruppen unterteilt hier. In 4 oder 5 Leute immer. Ja, keine Ahnung, Freunde. Aber mehr kann ich dazu nicht sagen. War ein solider Track. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf die anderen. Weil wenn jetzt zum Beispiel der Asiate mal so wirklich mehr in die Richtung Musik gemacht und weg vom Battle Rap, weil das von Tune war jetzt halt so ein klassischer Tune-Track, irgendwie Battle Rap-mäßig angehaucht, dann wird's interessant, glaube ich. Wenn man mal wirklich so einen ganz anderen Style hat, was Erfrischendes, dann wird's interessant, Freunde, ja. Ansonsten würde ich sagen, was ist hier mit diesem wunderbaren Video? Falls ihr jetzt noch Bock habt, solltet ihr von mir mehr zu sehen, Freunde, kommt sich hier zu meiner JPB 2014 Playlist, wo jedes einzelne Video, was wir uns im JPB 2014 angesehen haben, drin ist. Ja, schaut euch das gerne an. Ansonsten habt ihr hier oben die JPB 2013 Playlist. Ähnliches Prinzip, alles aus dem JPB 2013, was wir uns angesehen haben. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderbaren Tag, Freunde. Ich grüße einmal die Ehrenleute Simon, Philipp, Edoras, André, Izzy und die netten Bisschen Blood Fresh und ciao.